31. Spieltag für unseren FC Schalke 04 und damit moin moin liebe Leute und herzlich willkommen zurück bei Let's Play FIFA 16 Karrieremodus mit dem FC Schalke 04. Heute mit der Partie gegen den FC Augsburg. Ja, zwei bittere Niederlagen in der Bundesliga zuletzt. Hannover in letzter Minute noch verloren, jetzt sind wir dann auf Platz 7 mit dem Sieg, können wir uns an Hoffenheim wieder vorbeiziehen. Und der wäre eminenz wichtig hier gegen den FC Augsburg. Denn wir wollen ja sicher in die Europa League kommen. Am Ende schlittern wir hier doch noch entweder einer miserablen Saison entgegen oder doch eher einer vernünftigen Saison. Bombardier, auf den müssen die Schalke heute aufpassen. Drei Tore das letzte Mal in drei Spielen. Sollte also ordentliches Augenmerk drauf gelegt worden sein. Auch dabei bei den Augsburg natürlich hier der Ex-Schalker mit dem Bart rechts. Halle Altintop, aber die Aufstellung der Schalker. Sie ist ähnlich wie zuletzt. Ein paar Änderungen gab es natürlich. Fährmann im Tor. Oshida rechts wieder mal. Martin Hövedes, Hector, das ist klar. Baseli Geis auch. Bergwijn wieder rechts, Sané heute auf links und Kennedy in der Sturmspitze zusammen mit Klaas-Jan Hünteler. Nordkurve stimmt sich ein und da haben wir die Augsburg mit Hitz, mit Opare, mit Honk, mit Klavan und Max, die Defensive. Also Chor und Bayer auf der 6, Werner Trauski auf den Flügeln, Altintop hinter der einzigen Spitze, Raul Bobadilla. Und damit rein in die Partie. Man kann sagen, es lief nicht ganz so viel. Beginn. Die beiden Teams kamen eher gemächlich hinein. Schalke natürlich darauf bedacht, hier nicht so früh in Rückstand zu gehen, sicher zu stehen, wie zuletzt auch in Hannover, was eigentlich gut geklappt hat. Bloß die Tore umgefehlt. Aber der erste Angriff hier über Geis. Bergwijn, wunderbar sein Spiel ausstellen lassen. Steven Bergwijn zieht in die Mitte und Hitz lenkt das Ding hier noch an den Posten. Baseli mit der Nachschusschance. Und in Wiederholung sehen wir hier, dass Marvin Hitz den Ball noch an den Pfosten lenkt. Der Ball knapp vor der Linie, aber am Ende kein Tor. Richtig, also natürlich entschieden hier. Vom Schiedsrichter gespannt, war auch eindeutig zu sehen dadurch, durch den Pfostentreffer. Dann war wieder Schalke, Viertelstunde rum. Hennedy auf Bergwijn, der legt sich den Ball vor und da kommt Max herangerauscht. Philipp Max, der ehemalige Schalker, sieht natürlich für dieses Foul die gelbe Karte. Die muss er dafür sehen. Philipp Max, bei Schalke ausgebildet worden, Sohn des berühmten Martin Max, der seine Bundesliga-Tore überall erzählt hat, sowohl bei Schalke, also bei 60 München oder Hansa Rostock. Die gelbe Karte hat sich hier seinen Nachwuchs auf jeden Fall verdient. Hier, er zieht sogar noch durch, er zieht gar nicht erst zurück, sondern zieht gegen Bergwijn durch. Ein heißes Duell auf jeden Fall war es da auf der Augsburger linken Seite zwischen Bergwijn und Max. Hier haben wir es nochmal, Bergwijn, Ball verloren, diesmal setzt sich Max also durch. Kommen die Augsburg auch mal zur ersten Chance. Philipp Max eilt da, Johannes Geis davon. Flanke an den langen Pfosten. Hövedes geht auch nochmal sicher und klärt dort zur Ecke. Aber hier nochmal im besseren Bild. Steven Bergwijns Abschluss. Schöner Alleingang, ein wunderbarer Abschluss mit links. Und dann sehen wir es, wie Hitz den Ball an den Pfosten lenkt. Der hätte gepasst im kurzen Eck. Die Augsburger mit ihrer ersten Chance jetzt also per Eckball. Piotr Trochowski, der Ex-Hamburger. Geist kann klären und das waren die Ausbauangriffsversuche. Einen haben sie noch, Trochowski mit der Möglichkeit. Hector Bobadilla abgeblockt. Ja, doch, näher kamen die Augsburg auch noch eine halbe Stunde nicht ran an ein Tor. Stattdessen eine starke Kontermöglichkeit über Daniele Baseli. Kennedy. Nee, Hong ist da, spielt hinten rum und so lief es nämlich fast die gesamte Partie über. Zumindest in der ersten Halbzeit solche Szene. Dann mal wieder Schalke. Geis spielt Oshida an, der wieder mal mit Bergwijn. Bergwijn vorbei an Philipp Max, kommt da vorbei. Immer noch Bergwijn, holt immer in die Ecke raus. Also intensives Duell dort auf der Schalker rechten Seite zwischen Steven Bergwijn und Philipp Max. Bergwijn aber sehr bissig, agil und immer wieder für was gut. Geis mit der Ecke. Und das wieder Steven Bergwijn. Der ist dann hier mal per Seitfallzieher probiert. Nach 40 Minuten geht aber dann doch mit Aufsätze am Tor vorbei. Dann wieder mal die Augsburger. Opare. Das ist Hong, hat alle Zeit der Welt. Hong wird aber angegriffen von Geis und dann geht's schnell. Johannes Geis zu Kennedy. Kennedy sieht den mitgelaufenen Hünteler. Hünteler, Hitz ist da. Hitz kann nicht festhalten. Johannes Geis im Nachfassen. Mit dem 1:0. Schalke führt verdient gegen Augsburg. Und diesmal kann man auch Überlegenheit besser ausnutzen. Nicht so wie zuletzt in Hannover, wo man so viele Chancen liegen ließ.
und am Ende dann noch verlor. Hier endlich mal wieder eine Führung für die Königsblauen. Und da sieht, muss man ehrlich sagen, der Augsburger Keeper Marvin Hitz nicht gut aus. Geht da zu unentschlossen ran. Muss sich eigentlich auf den Ball stürzen hier. Erstens dadurch, dass er sich wieder aufrichtet, hat Geist die Möglichkeit, den Ball ins leere Tor einzuschieben. Kurz vor der Pause also die Führung für Schalke. Das hat natürlich gepasst. Viertes Saisontor für den ehemaligen Mainzer. Wir gehen in Halbzeit 2. Gute Stunde ist rum. Daniel Bayer versucht es mal hier mit dem Pass zu Kuh, der eingewechselt wurde. Nochmal Kuh. Aber das war es dann auch am gefährlichsten für die Augsburger. Und dann nach 65 Minuten durfte sich Steven Bergwijn verabschieden, bekam zu Recht den Applaus der 61.000 Zuschauer in der Felddienstarena. Für ihn kam der Ex-Stuttgarter Philipp Kostic in die Partie. Ungeschnitten die Szene, Augsburg mit einer Ecke, vielleicht wird es ja jetzt mal gefährlich. Kommt ich mal an den langen, beziehungsweise die straffen Kante. Kuh! Doppelpass mit Hong. Aber auch da ist Fährmann sicher da. Aber Augsburg hat nochmal. Kommt nochmal zum Zuge, Klavan. Altin Top und nochmal Bobadilla. Allerdings nicht gefällt das Ganze. Wenn wir das schlecht geklärt hier. Max wunderbar gespielt zu Trochowski. Trochowski und Ferrer muss er erstmal eingreifen. Jetzt wurden die Augsburger besser. Schalke tat in dieser Phase zu wenig nach vorne und dann der beste Angriff des ganzen Spiels. Und am Ende ist es Trochowski, der hier abschließt nach diesem wunderbaren One-Touch-Fußball da im Mittelfeld. Klasse rausgespieltes Tor vom FC Augsburg. Piotr Trochowski schließt den am Ende ab. Und so ein Tor ist mal wieder so ein Ding, was nur Schalke kassieren kann. Sind besser, tun mehr fürs Spiel, haben mehr Chancen. Aber dann kassieren sie hier so ein traumhaftes Ding. Von Çalhanoğlu gegen Leverkusen, von Andreasen gegen Hannover und jetzt auch von Trochowski gegen Augsburg. Was man jetzt dazu sagen musste, Augsburg war dann doch besser in der letzten Phase. Dann aber nochmal Schalke. Wenig später nur. Verhaag zu Moravec. Und dann so ein Fehlpass. Yoshida. Goretzka eingewechselt. Hüntelaar zu Geis. Geis mit dem Haken nach außen. Johannes Geis. Und das 2:1 für Schalke. Sie setzen nach und holen sich die Führung wieder. Und das ist immens wichtig im Kampf um die Euroleague-Plätze. Johannes Geis mit dem Doppelpack. Gut angespielt von Hüntelaar. Denn der kurze Haken nach rechts raus. Und dann der Abschluss ins kurze Eck. Hitz hier ohne Chance diesmal. Schalke holt die 3 Punkte. Das kann ich hier mal vorwegnehmen, denn danach war Schluss. Es kam nichts mehr. Ein bisschen glücklich diesmal. Schalke nicht so glänzend überlegen wie zuletzt in Hannover. Aber doch vor allem in der ersten Halbzeit besser. Augsburg zwar kurz vorm Ausgleich mit einer Phase, wo sie ja ein bisschen aufs Tor gedrängt hatten, aber richtig gefährlich wurde es am Ende auch nicht. Und so kommt Schalke durch eine sehr, sehr gute Moral hier zurück in die Partie und holt sich die Führung zurück. FC Schalke 04 Sieg gegen Augsburg mit 2:1 und damit sind unsere Chancen für die Euroleague wieder sehr gut. Wir stehen momentan wieder auf Platz 6 damit und mehreres dazu sage ich dir gleich im kurzen anschließenden Vlog. Ja, Leute, wie angekündigt, jetzt also dieser kleine, aber feine, hinterhergeschobene Vlog, um zu erklären, was los ist. Aber erstmal, jawohl, Leute, wir haben tatsächlich noch in der Nachspielzeit, bzw. in der 90. Minute, den Sieg geholt gegen den FC Augsburg. Wie immens wichtig war das, nachdem wir wieder so ein, ja, traumhaftes Tor quasi kassiert haben zum Ausgleich, wie gegen Hannover schon. Es war bitter, beim Live-Kommentieren war es eigentlich noch besser, denn ich habe das eigentlich alles live kommentiert und deswegen auch gleich der Grund, warum ich das Ganze jetzt in Zusammenfassung geschnippelt haben. Und zwar gingen nämlich die Audiodateien auf zwei Art und Weisen verloren. Nämlich die erste Art und Weise für Folge 56, also das Spiel in Hannover. Da hat das gute Programm Audacity mal wieder, also ist schon öfter vorgekommen, einfach nicht aufgenommen. Einfach die leere, einfach Tonspur leer geblieben, bis mittendrin einfach mal angefangen hat. Also nach dem Spiel. Hat einfach mal angefangen zu kommentieren. Da habe ich mir gedacht, okay, scheiß drauf. Und dann, ja, habe die Folgen eigentlich hintereinander aufgenommen.
So, nach Abschluss der Folge 57, also dieser Folge hier gegen Augsburg, habe ich mich da mal kurz meiner Freundin zugewandt nach der Aufnahme und gedacht, mal schnack's mal ein bisschen, ne? Muss man ja auch mal machen, ne? Darf's ja nicht nur nebenbei hier liegen lassen da, ne? Zu viele Details, ne, will ich gar nicht so weiter darüber eingehen. Jedenfalls wollte ich mich mal ihr jetzt kurz zuwenden und dann gucke ich auf den PC rauf, okay, alles gut. Dachte natürlich, hab gespeichert, aber hab ich nicht. Ich drücke auf Schließen und weg ist die Datei, jawohl. So doof kann nur Hansa-Fan sein, so doof kann nur der Kevin sein und ja. Habe ich gedacht, gut, machst du was Neues für die beiden Spiele, schneidest halt mal eine Zusammenfassung zusammen und machst das mal so. Sicherlich auch eine Art und Weise, die nicht schlecht ist. Allerdings natürlich sehr viel aufwendiger ist. Aber aufgrund dessen, so in etwa kommentiere ich auch im Rahmen der YouTube-Bundesliga, auf die ich hier auch mal aufmerksam machen wollte. Link natürlich immer in der Videobeschreibung. Also auch mal draufklicken, YouTube-Bundesliga, enormer Erfolg mit Konferenzen, mit Zusammenfassungen. Genauso hört sich das dann da auch an mit anderen talentierten Kommentatoren, muss man echt sagen. Und ja, jetzt wisst ihr, warum das Ganze ja ein bisschen geschnippelt halt online kam. Und ja, was ich noch zu ein bisschen erzählen möchte, könnte, ist natürlich, ja, man merkt, einer hat schon in den Kommentaren geschrieben letztens, man merkt mal an, dass feststeht, das Schalke-Projekt geht eben nicht weiter. Und ich möchte es eigentlich so lieber schnell zu Ende haben, ja, wie nichts mehr und das neue Projekt anfangen, weil ich da schon enorm Bock drauf habe. Ich will es auch nicht einfach abbrechen, aber naja, gut. Ich habe es angekündigt, die EM mit der Schweiz, die werden wir nach und nach bringen. Immer wieder mal ein Gruppenspiel kurz vor der EM, glaube ich, werde das Ganze starten, denn wir sind ja Schweizer Nationaltrainer noch in der Karriere hier. Und dann natürlich schon, aber gleich nach dem Pokalfinale, das neue Projekt starten, beziehungsweise vielleicht auch in den nächsten Tagen schon mal die erste Folge hochladen für das neue Projekt, damit ihr mir schon ein paar Tipps geben könnt, Transfervorschläge, aber das alles dann unter das andere Video. Das ist so mein Gedankengang, mein Gedankengut für die nächsten Tage, wie es weitergeht. Ich hoffe, dass ich Schalke so schnell wie möglich durchkriege. 3 Spiele sind es jetzt noch, naja, 4. Bayern, nee, warte mal, 31. Spieltag war es, okay. 3 Spiele sind dann noch, ja klar. Bayern, Hoffenheim und noch irgendwas war da, ne? Und Wolfsburg auf jeden Fall noch Pokalfinale. Ne, nicht Wolfsburg, sondern Köln Pokalfinale. Das auf jeden Fall wird dann noch kommen. Und ja, bin gespannt, was ihr zu den Zusammenfassungen sagt und allgemein. Ja, hoffe ich, danke ich euch, dass ihr weiterhin drüber dabei seid und dass ihr mir diesen Fauxpas verzeiht. Einfach mal eine andere Art und Weise denn gewesen. Ja, das war's dann mit dieser Folge. Wenn es euch gefallen hat, Daumen nach oben. Wenn ihr nichts mehr verpassen wollt, Abo dalassen, wenn ihr neu seid hier auf dem Kanal. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Haut rein. Ciao, ciao, Hansa-Fan. Macht's gut.